Dwayne The Rock Johnson, eine absolute Maschine, welche durch seine spektakulären Wrestling-Auftritte bekannt geworden ist. Heute ist er einer der erfolgreichsten Schauspieler und besitzt einen Instagram-Account mit über 395 Millionen Followern. Und das zu Recht, er wird nicht umsonst als Sexiest Man Alive bezeichnet. Das liegt nicht nur an seinem charismatischen Lächeln, sondern auch an seinem Körperbau, der an einen Dodge Ram erinnert. Natürlich hat auch der Treibstoff von diesem Transformers was damit zu tun. Ich habe mich gefragt, ob ich seine Ernährung durchstehe oder genauso daran scheitere wie der Freund, der immer ins Gym gehen will, sich aber dann nicht aufrafft. Wir alle haben ihn. Einen Tag essen wie Dwayne The Rock Johnson. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Eduard. Ich bin einfach ein Typ, der gerne trainiert, isst und reist. Viel Spaß mit dem Video. Natürlich machen wir das Ganze auch so, wie The Rock sich kleiden würde. Im Lumberjack-Holzfäller-Stil, Mann. Flanellhemd. Wir kommen direkt zur ersten Mahlzeit. Let's go. Keine Sorge, wir fangen gleich an zu essen, aber davor würde ich gerne kurz auf eine Kritik eingehen auch vom letzten Video. Ich wurde einfach darum gebeten, mal ein bisschen mehr zu zeigen, wie man das kocht und so. Beziehungsweise, das ist ja kein richtiges Kochen, was ich gemacht habe. Es ist ein bisschen Eier in die Pfanne klopfen und Fleisch in die Pfanne hauen, ist jetzt nicht so spannend. Aber an der Stelle ein Tipp, wie du das Fleisch sehr gut hinbekommst. Und zwar, du lässt erstmal die Pfanne richtig heiß werden, so auf 9, also maximale Stufe. Und dann machst du mittlere Hitze, aber erst wenn heiß genug ist, ne? Und dann haust du das Fleisch rein, ungefähr 3 bis 4 Minuten eine Seite, dann wenden andere Seite und dann wird das perfekt Medium. Also, was haben wir hier? Erste Mahlzeit von The Rock. Erstens haben wir hier einfach mal so 3 Eier auf ganz entspannt mit Hüftsteak. Mageres Steak, so mageres Fleisch, isst er sehr, sehr gerne. Er sagt auch, es ist nicht immer Steak. Oft isst er auch Bison oder sowas. Ich hatte jetzt nicht die Möglichkeit, so schnell Bison zu besorgen, deswegen bleiben wir hier bei Steak. Und dazu haben wir so einen vollen Topf mit Oatmeal. Und zwar isst er das gerne nicht einfach nur pur, sondern mit Früchten. Und seine 2 Lieblingsfrüchte sind zum einen Papaya, Saisonfrucht. Ne? Es ist gerade nicht Papaya-Saison und Blaubeeren. Deswegen sind da 100 Gramm nochmal Blaubeeren drin. Ich würde sagen, wir hauen jetzt ordentlich rein und ich gebe meinen Senf dazu. Wir machen jetzt eine Steak-Egg-Kombi. Oh yeah, Alter. Das ist auch schön medium gelungen. Also nimmt meine Tipps an, ja, und dann kriegt ihr auch gutes, angenehmes Fleisch hin, wenn ihr das so macht wie Jimuart. Easy. Ist noch schnell so ein Bite vom Oatmeal. Easy. Ganz kurz, bevor ich das Ganze hier wegatme, ist in meinen Augen ein super geiles Frühstück oder beziehungsweise erste Mahlzeit. Das ist so bei so Sportlern immer schwer zu sagen. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Geschmacklich sind hier 3 Sachen oder 4 Komponenten, die ich liebe. Ich liebe Hüftsteak, ich liebe Eier. Ja, wenn ihr meine Videos schaut, wisst ihr, dass ich Eier abfeiere. So, dann haben wir Haferflocken. Ist eh so ein Basic-Ding für Pumper. Und noch Blueberries. Ich meine, eine meiner Lieblingsbeeren so. Blaubeeren gehen immer. Ich habe die gefrorenen benutzt. Das Ganze werde ich jetzt wegatmen. Zeitraffer ab dafür. Das Meal ist jetzt ready, Teller ist leer, Kopf ist auch leer, alles schön im Magen, knapp 800 Kalorien her, mit 74 Gramm Eiweiß, so lässt sich leben. Und das ganze Meal ist nicht nur sein erstes Meal, sondern dient auch als Pre-Workout-Meal. Ich habe gerade abgespürt und ich muss sagen, die Mahlzeit, die hat mich echt verdammt gut gesättigt. Aber ja, wir haben komplexe Kohlenhydrate in Form von Haferflocken, dann haben wir halt eben eine sehr, sehr gute Proteinquelle. Ja, die Eier, eine sehr, sehr hohe Bioverfügbarkeit plus Steak, gemischt, haben wir auf jeden Fall die 3 Gramm Leucin und haben die Proteinbiosynthese angeregt, die dazu notwendig ist, Muskeln aufzubauen. Und wir gehen jetzt zusammen ins Gym und ziehen ein The Rock Workout durch. You show up every day and meet this gym on its terms with humility, gratitude and respect. Through struggle, through pain, through sweat, through the little voice deep in your gut that says you could quit at any second, but you don't. You raise and raise and raise again. I'll see you right back here tomorrow. Das Training ist durch, es war ein gutes Workout, jetzt wurde sich gerade geduscht, wieder das Outfit angezogen und es geht direkt zur nächsten Mahlzeit. Das ist nämlich The Rocks Mahlzeit Nummer 2 und diese dient als Post-Workout-Mahlzeit, also direkt nach dem Training und findet am Morgen zwischen 10 und 11 Uhr statt. Wir reden nicht lange um den heißen Brei, ich zeige euch das Ganze. Da haben wir unsere Post-Workout-Mahlzeit auf ganz entspannt. Denn wie du siehst, ist das wirklich die Basic-Mahlzeit aller Basic-Mahlzeiten, wenn es um die Gym-Mahlzeiten geht. The Rock ist nämlich ein Fan von komplexen Carbs nach dem Training, das haben wir hier in Form von Reis. Dann haben wir Proteins in Form von einfach Chicken Breast und dann haben wir ein bisschen Greens in Form von Spinat. Er variiert da bei den Greens. Er isst gerne Spinat, aber genauso gerne isst er auch Brokkoli. Und um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, habe ich mal Spinat genommen. Ich finde übrigens, dass der Unterschied zwischen Spinat und Brokkoli ist, dass Brokkoli dich irgendwie mehr füllt, aber es bläht dich auch irgendwie auf. Und Spinat ist eher so für die Verdauung und so, also fühlt sich für mich viel besser an. Ich merke das halt, dass ich mich danach fit fühle und finde es auch
tatsächlich sogar gerade ein bisschen geiler so von der Wirkung anstatt Brokkoli. Würde mich interessieren, bist du eher Team Brokkoli oder eher Team Spinat? Schreib's gerne unten rein. Bevor ich das Ganze aber wegatme, zeige ich dir, wie ich das Ganze zubereitet habe. Wir wollen ja schließlich auch Mehrwert liefern, dass du das zu Hause auch nachkochen kannst. Also let's go. Du brauchst wirklich als Gymbro und wenn du dir auch das Leben erleichtern willst, zwei essentielle Gadgets für deine Küche. Nein, das ist jetzt kein Placement, ja. Das sind einfach Sachen, die ich mir selber geholt habe, so, weil ich die unbedingt brauche und die würde ich dir auch weiterempfehlen und ich kann mir das eigentlich nicht mehr ohne diese Sachen vorstellen. Einmal ist es dieser Bratan hier, ohne ihn, also ohne diesen Airfryer, kannst du eigentlich schon Chicken Breast vergessen, weil du tust es einfach rein, in 10 Minuten, du kriegst die saftigste Hühnchenbrust, die es gibt. Das Problem bei Hühnchenbrust ist ja immer, dass sie zu trocken ist, weil du die schlecht anbrätst oder irgendwie das nicht so gemanagt kriegst mit dem richtigen Wenden und dann ist die irgendwie zu angekokelt und nicht saftig und zu trocken und du kaust die auf so Gummi oder Gummireifen so. Das wollen wir nicht. Damit ist das Ding gelöst. 10 Minuten, überhaupt keine Probleme, steckst rein, holst wieder raus, easy. Gadget number 2, dieser gute Reiskocher. Du tust einfach Reis rein, machst sie genauso zu. In 10 bis 15 Minuten ist es ready und es erleichtert dir eben extrem den Alltag, weil du musst nicht schauen, okay, kocht das Wasser jetzt über oder so oder wisst ihr, beim Herd ist es immer so eine Sache, aber mit den zwei Sachen ist es nicht so. Ich mache das immer so, wenn ich vom Gym zurückkomme, gehe ich in die Küche, hau die Sachen überall rein und dann gehe ich einfach duschen so. Und wenn ich fertig geduscht habe, mich ready gemacht habe, so eine Sporttasche ausgepackt habe, dann ist das Essen auch schon ready. Time Management ist key, mein Freund. Wir sind jetzt wieder back auf der gewohnten Position, um das mal hier zu beweisen, dass die Brust saftig ist. Zieh dir das mal rein, Alter. Batz. Gaumenschmaus. Zum Reis, den mache ich immer so. Spinat benutze ich einfach Tiefkühlspinat. Das habe ich in die Mikrowelle. In 5 Minuten ist es fertig und easy. Ich blende die Nährwerte ein und wir sehen uns nach der Mahlzeit. Zeitraffer ab dafür. Finito appetito. Die ganze Mahlzeit ist direkt in den Bizeps reingegangen. Ich fühle mich relativ gut gesättigt. Ich fühle mich wohl. Deswegen ist die Mahlzeit einfach so der Klassiker, weil du isst es. Das ist sehr leichtes Essen. Es liegt leicht im Magen. Du fühlst dich nicht irgendwie komisch oder so, wie wenn du zu viel Fett isst oder irgendwie so komische Carbs in Form von Zucker. Einfach langkettige Kohlenhydrate, Proteins, Micros, alles abgedeckt. Hat nicht umsonst so einen hohen Stellenwert in der Gym-Szene, diese Mahlzeit. Bevor wir in 2 bis 3 Stunden direkt zur nächsten Mahlzeit kommen, gehen wir etwas raus, sammeln ein paar Schritte und ich erzähle dir ein bisschen was über The Rock. The Rock ist ein ganz klarer Verfechter von Same Food Every Day, also Never Change a Running System. Er isst quasi fast dasselbe jeden Tag, so wie die heutige Ernährung aussieht und ab und zu hat er auch ein paar Cheat Meals, aber auf die gehen wir nicht in dem Video rein. Aber falls ihr darauf mal Bock habt, schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich hätte mal Bock, seine ganzen Cheat Meals mal nachzukochen. Aber jetzt zurück zu The Rock, also zu seiner Standardernährung, die clean ist. Für ihn ist die beste Ernährungsweise, also die beste Diät, wo man sich immer satt fühlt, also immer gesättigt ist. Und das klappt halt nur, wenn du eine vernünftige Makronährstoffverteilung hast. Und das fand ich schon echt krass. Die sieht bei ihm nämlich wie folgt aus. Also an so Basic-Tagen, ja. Wir machen heute nicht komplett Basic. Wir machen nur ein bisschen Soulfood von ihm. Das kommt gleich nach der nächsten Mahlzeit. Basic besteht seine Makronährstoffverteilung aus 40-45% Protein, 40-50% Carbs und nur 15-20% Fett, finde ich schon extrem heftig. Wir bewegen uns ungefähr in einem Raum von 4000 Kalorien, die er zu sich nimmt pro Tag in seiner Diät, also wirklich zum Shredden für Filme, ne? Wenn man sich so denkt, ja okay, wer braucht 4000 Kalorien zum Shredden? Er braucht das, The Rock braucht das. Ja, ob das jetzt der beste Weg ist für mich, weiß ich nicht, aber bis jetzt würde ich sagen, bin ich mit seinen Mahlzeiten komplett fein, finde ich geil und die esse ich auch so meistens, so in der Art, ähnlich. Immer wenn ich eine Klimmzugstange sehe, habe ich so einen Tick, dass ich mich ein paar Mal hochziehen muss. Ist es bei dir auch so? Schreib es gerne in die Kommentare. Kurze Szene, bevor wir zur nächsten Mahlzeit kommen. Und die hat mit diesem fetten Teil was zu tun. Guck mal, das ist richtig massiv hier. Die nächste komplexe Carbquelle ist zubereitet. Wie kochst du am besten Süßkartoffeln? Du schneidest die in so Teile wie hier und dann haust du die ins Wasser und dann lässt du es einfach ungefähr 15-20 Minuten köcheln. Machst einfach volle Hitze und dann, damit das Wasser nicht überläuft, legst du dir einfach so einen Löffel dahin. Und dann ist alles easy going, Kollege. Tipps von Eduard, Junge. Und die nächste Mahlzeit ist ready. Wir haben hier ein bisschen Greens, ein bisschen Fisch und ein bisschen komplexe Carbs in Form von Süßkartoffeln. Als Rock nämlich gefragt wurde, was seine Lieblings-Carb-Quellen sind, hat er folgendes geantwortet. White rice or sweet potatoes. Und genau deswegen haben wir hier auch eine ordentliche Portion Süßkartoffeln drin. Ganz kurz noch, bevor ich reinhaue, wie ich mich fühle. Also ich fühle mich relativ gesättigt, ja. Das ist jetzt schon die dritte große Mahlzeit so. Und wir haben noch einiges vor uns, auf jeden Fall. Aber man merkt schon, diese Mahlzeiten, die sind halt sehr proteinreich, die halten lange satt und erfüllen auf jeden Fall ihren Zweck. Ich fühle mich auch nicht träge oder so, ich fühle mich einfach gut gesättigt. Ich könnte jetzt einfach noch länger nichts essen so. Ich denke auch, dass er auch schon ein bisschen in den gesättigten Zustand rein isst und nicht nur isst, wenn er hungrig ist. Bro, we talk too much. Let's eat the food. So Süßkartoffel ist schon was richtig Feines. Also feiere ich auch extrem.
Als Proteinquelle haben wir hier Fisch und das ist Alaska Seelachsfilet und das ist eigentlich schon so ein richtiger Gamechanger in der Diät. So, dieser Fisch, der hat so krasse Nährwerte, ich blende dir das ein, und der hat auch hohes Volumen so und das schmeckt auch gut so. Also wenn du Fisch magst, let's go. Ich habe wieder viel zu viel geredet wahrscheinlich. Ich hau mir das Ganze jetzt rein, Zeitraffer ab dafür. Yo, der Teller ist leer, Mann. Locker, easy, verputzt. Ist eine große Portion gewesen, klar, wir haben 700 Gramm Süßkartoffeln so. Wir haben auf jeden Fall Carbs, so ordentlich Glykogenspeicher wurden gefüllt. Ich fühle mich aber dennoch sehr gut. Also ja, ich bin voll, ich bin gesättigt. Ich habe jetzt auch nicht so das Verlangen, irgendwas anderes zu essen. Aber ich muss leider, weil The Rock tut es auch. Und deswegen, wir wollen ja auch so stabil sein wie er. Deswegen essen wir jetzt die nächste Mahlzeit, Mann. Direkt hinterher. Übrigens, du kannst mir auch gerne bei TikTok und Insta reinfolgen. Da poste ich mir also ein bisschen lustige Videos und sowas, ein bisschen Stories, falls dich das Ganze interessiert. Und da wurde ich gerade in einer Fragerunde gefragt, was ich denke, wie viele Kalorien ich schaffe. Und da sage ich so, also ich denke so 15.000 bis 20.000 Kalorien würde ich schon packen am Tag. Ich muss aber ehrlich sein, vielleicht überschätze ich mich, ja. Ich habe noch nie irgendwie so eine 10.000 Kalorien Challenge gemacht. Aber wenn ihr darauf Bock hättet, sowas zu sehen, dann schreibt's rein und dann kommt safe was. Da habe ich auch Bock drauf. Sag ich ehrlich, da habe ich richtig Bock zu. Also lass es mich wissen, falls es dich interessiert. Because man, we are cooking and we are eating and we are growing. We have to grow big like Arnold. Arr. Ey, ehrlich, ne? Dieses ganze Spülen bei diesen ganzen Kochvideos, das ist das, was du am meisten abfuckt einfach. Junge, wer mag denn schon spülen am meisten? Junge, deswegen lass mal gerne ein Like an der Stelle da. Vielleicht kann ich mir dann irgendwann einen persönlichen Koch leisten und einen, der meine Teller spült. Würde mich sehr freuen. Kuss geht raus. Aber bis dahin, altmodisches Abwischen. My go-to comfort food would have to be cheeseburger. I need some bacon on there. I need some avocado. Starts with a good big fat ass bun. French fries are important. Sweet potato fries too as well. Zeig dir nämlich jetzt, wie man gute Smashburger hinbekommt. Als erstes nehmen wir uns eine schöne große Pfanne und heizen die ordentlich vor. In der Zwischenzeit nehmen wir das Hack, was uns zusteht, und rollen uns daraus zwei Bällchen, die wir dann letztendlich in der Pfanne smashen werden. Jetzt haben wir hier quasi so zwei Hackbällchen, wie so Schneebälle aus magerem Hackfleisch. Jetzt nehmen wir diese Bällchen und knallen die in die Pfanne und genießt einfach dieses Geräusch. So geil. Und direkt, ich habe die Hitze schon runtergenommen, jetzt wird das gesmashed. Schön ordentlich draufdrücken. Die Kunst ist es quasi, die so zu smashen, dass der Rand dann am Ende so schön knusprig wird. Sag dir ganz ehrlich, Kollege, das nimmt dir auch wirklich keiner übel, wenn die nicht perfekt rund sind. Franz habe ich übrigens ein bisschen vorher in den Airfryer getan. Die sehen jetzt nicht so braun aus, aber hört mal. Ist richtig crispy, also schön so anfrittiert, angeluftheizt, keine Ahnung, Mann, aber das ist es, das müsst ihr auf jeden Fall machen. Good big fat ass bun. I need some bacon on there, I need some avocado. Et voilà, Freunde, wir sind hier bei dem Meal angekommen, The Rock Soul Food, und zwar bestehend aus Burgern mit Fries. Ganz einfache Burger, gute Buns, Brioche Buns, dann haben wir gutes Hackfleisch mit gutem Cheddar drüber. Avocado. Und wir gehen da jetzt rein und ich sag euch ehrlich, wie es schmeckt. Ich mache sehr selten Burger, ich bin gespannt, wie das Ganze geworden ist. Diese Süßkartoffel-Fries, die sind aus dem Edeka, aus der Tiefkühlabteilung. Oh, die im Airfryer kommen immer sehr, sehr gut. So, klare Kaufempfehlung. Wir nehmen uns jetzt so einen Burgie und hauen rein. First Bite. Die Röstaromen kommen sehr gut vom Bacon. Naja, Bacon ist da noch drauf, genau, habe ich fast vergessen. Also der Burgermann meines Vertrauens, der die Burger mit Vollfett macht, ja, da schmecken die natürlich geiler. Natürlich so, geht vollkommen klar. Und hier auch kein Schnickschnack. Komm mal her, Kollege, komm mal her. Hier der Querschnitt vom Burger, super easy. Ja, kein Schnickschnack, gar nichts, wirklich nur das Nötigste. Kein Salat, keine Tomaten, keine Gurken. Geht klar, ich würde mir da noch Jalapenos draufhauen. Und ich mag auch so saure Gurken, die geben nochmal so den Kick. Wisst ihr, was ich meine? Ich atme das Ganze jetzt weg und dann sehen wir uns beim Fazit. Das Essen ist im Magen. Ich bin glücklich. Dazu habe ich hier ein bisschen Diet getrunken. Das ist so ein zuckerfreies Getränk. Ich denke mal, dass The Rock auch nicht nur Wasser trinkt, sondern auch sehr gerne mal zuckerfreie Getränke zu sich nimmt. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ne, diese zwei Burger, die haben schon sehr gut gesättigt. Also die waren auch so, wegen dem mageren Hackfleisch, hast du auch nicht so ein Gefühl, dass du irgendwie so
so träge direkt bist danach und so, also man fühlt sich schon gut, aber wegen den Fries irgendwie, also man hat das trotzdem gegessen, es ist nicht so ganz clean, aber auch nicht so ganz unclean, wisst ihr, was ich meine? Und bei mir ist so, wenn ich so Sachen esse, genauso wie jetzt Mc's essen oder so ein Döner oder keine Ahnung, sowas in der Art, ihr wisst schon, was ich meine, Subway oder so, dann will ich irgendwie immer mehr und immer mehr so. Also jetzt habe ich zwar, ich bin zwar so satt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich noch irgendwas Süßes will. Aber heute gibt es für mich nichts Süßes mehr. Wir kommen zum Fazit. Meine Ernährung fand ich echt top. Sehr viele Mahlzeiten sind so dabei, die ich auch esse. Meine lieblingskomplexe Carbquelle ist auch weißer Reis. Und Süßkartoffeln mag ich auch, aber teilweise besser als Reis manchmal. Aber würde ich trotzdem sagen, dass Reis höher ist. So. Mir war wichtig noch, dass ich so ein bisschen Soulfood von ihm mit reingenommen habe, um nochmal zu zeigen, dieses 80-20, jede Maschine kann sich auch mal was gönnen und da ist auch nichts dabei. So. Es ist nicht nur 100% nur trockenes, mageres Essen. Man kann sich locker mal auch was gönnen, so wie diese Burger. Der Punkt mit den Cheat Days und so, mit seinen Cheat Meals, sag's gerne nochmal, ich erinnere dich, schreib mir einen Kommentar, ja, würde mich extrem interessieren, ob du das sehen willst, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, bleib stabil.